Und wenn es noch so verlockend ist, ich bitte dich, tu es nicht. Tu es nicht, bleibe im Licht, verbinde dich immer lichtvoll mit deinen Gedanken, wenn du geistig wirkst. Egal, ob du channels oder ob du Heilsitzungen gibst, es ist wichtig, dass du in der positiven Energie bleibst. Ich werde dir aus meinen langjährigen Erfahrungen als Channel-Medium heute meine Erfahrungen mitteilen und dir ganz viele wichtige Ratschläge geben. Also bleib dran, es wird sehr spannend. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und ich kann sagen, wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, und heute geht es darum, dass das Licht und die Dunkelheit ja im Moment so stark miteinander kämpfen, dass dieser Kampf sogar unser Leben beeinflusst. Und es geht darum, dass du im Licht bleibst und dich nicht verführen lässt von der dunklen Seite. Denn die dunkle Seite, die tarnt sich, man erkennt das nicht sofort und man denkt, ach ja, ist schön positive Energie und dann war es eben doch nicht so. Und so ging es mir auch mal auf einem Kongress, wo ich war, das ist jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre her, das war ein Engelkongress und da nimmt man ja an, dass die Medien, die dort sprechen oder eben channeln, dass die alle positiv und ja ausgesucht sind, verantwortungsvoll. Und das war so, wir saßen also alle in diesem Raum und haben dann zugehört, wie eine Dame channelte, ein Medium. Und ich, so als die anfing, die ersten Worte, da ist mir so richtig kalt geworden. Ich habe körperliche Schmerzen gehabt. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe mich so unwohl gefühlt, ich hätte ja fast gebrochen. So schlimm war das. Und dann sah ich, wie vor mir, eine Reihe vor mir, eine Frau fast in Ohnmacht gefallen ist. Die hat man dann mit zwei Menschen rausgetragen. So intensiv war diese Energie. Ich bin auch rausgegangen und einige andere Menschen auch sind rausgegangen. Wir konnten das nicht in dieser Energie aushalten, weil das war so körperlich unangenehm. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und das war jetzt auch so eine Tarnung, ja, die positive Energie wurde vorgetäuscht und als dann gesprochen wurde, hat man körperlich gespürt, dass irgendwas da nicht stimmt und für mich hat das bedeutet, schnell weg da, das hat überhaupt keinen Sinn, dort auszuhalten. Und so ist es eben mit dieser Verlockung, dass du auf deinen Körper, auf dich hören sollst, wenn du beginnst, Botschaften von der geistigen Welt zu halten, wenn du gerne channeln möchtest. Ich bitte dich, mach es mit einer Anleitung, lass dich ausbilden, tu es nicht einfach so, denn das ist viel zu gefährlich und gerade jetzt in der allgemeinen Zeit ist es noch mal mehr gefährlicher als wie vor 20 Jahren, sag ich mal. Wichtig ist es auch, dass man bei einer Heilsitzung immer positive Gedanken hat. Da kann ich euch auch was dazu erzählen. Und zwar habe ich mal 5 Jahre lang in England gelebt und dort habe ich alles Mögliche erlebt. Und ganz am Anfang der Zeit habe ich Kontakt zu spirituellen Menschen gesucht und hatte dann eine Reiki-Gruppe gefunden und bin dann dorthin gegangen und habe gedacht, das probierst du jetzt einfach mal aus. Und dann war das aber nicht so, wie ich gedacht habe. Die Menschen wussten nicht, dass sie, wenn sie eine Heilbehandlung geben, also es hat jetzt gar nichts mit Reiki zu tun, sondern generell bei jeder Heilanwendung solltest du positiv denken. Und ich habe die gefragt, was denkt ihr denn so, wenn ihr jetzt da so eine Behandlung macht? Konnte man niemand beantworten. Und dann habe ich die also aufgeklärt und habe gesagt, ihr bräuchtet nur Liebe zu denken, ne? Also Think Love, habe ich dann gesagt. Und
Die haben das dann auch gemacht. Es war alles okay dann. Es war schön. Und das ist der Punkt. Bei jeder Heilbehandlung, die du vielleicht gibst oder die du vielleicht bekommst, solltest du dich in Licht und Liebe einhüllen. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Energien einladen, damit sie uns begleiten. Und wir lernen ja auch in der Andromeda-Schule von Mai Medana das Dimensions-Channeling. Und da zeigt sie uns einen ganz besonderen, tollen, lichtvollen Weg, der uns so schützt, dass die negativen Energien überhaupt keine Möglichkeit haben, uns anzugreifen. Denn das sind Angriffe, wenn du dich körperlich unwohl fühlst. Das ist wirklich nicht normal. Und deswegen, wer da gerne noch tiefer einsteigen möchte in dieses Thema, der darf gerne mal unten auf den Link klicken und sich informieren, was man alles in der Andromeda-Schule lernen kann. Was ich euch jetzt sagen kann und dass es auch sehr wichtig ist, hülle dich in Liebe ein. Oder denke zum Beispiel das Wort Smarana. Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und wenn du Smarana denkst, ziehst du die Nähe Gottes an. Und der göttliche Schutz, das ist das Allerhöchste an Schutz, was es gibt. Also das ist ein Tipp, den solltet ihr wirklich beherzigen. Denkt Smarana und denkt auch, wie euch Smarana so wie ein energetischer Schutzmantel um die Schultern gelegt wird, dann seid ihr in einer positiven, lichtvollen Energie und alles, was ihr tut in dieser Energie, ist von Liebe und Licht getragen. Und darauf kommt es ja drauf an. Das ist genau das, was uns weiterbringt und führt. Und wir werden jetzt zusammen alle eine Schutz Meditation machen. Ich werde euch intensiv diesen Schutz über Smarana in der Meditation übergeben. Und was ihr auch grundsätzlich sowieso noch tun solltet, das wäre, dass ihr euch reinigt, dass ihr euch tatsächlich jeden Tag energetisch reinigt. Ich habe hier oben das Video verlinkt von Erzengel Michael von der intensiven energetischen Reinigung. Das könnt ihr jeden Tag machen. Und dann auch noch ein Video hier, wie man die Chakren ausgleicht. Das ist auch hier oben. Könnt ihr euch bitte auch anschauen, wenn ihr möchtet. Dann habt ihr eine sehr gute Begleitung durch das Leben, durch jeden Tag in der Erneuerung eurer Energie, allein schon mit diesen beiden Videos. Und die dauern nicht so lang, die sind extra ein bisschen kürzer gehalten, so dass man dann auch noch Zeit für andere Dinge hat. Ja, und jetzt werde ich mit euch zusammen in die Meditation des Schutzes eintauchen, so dass wir das Licht auch damit stärken und so dass wir das Licht ausdehnen und in unserer Aufgabe in dieser Zeit auf der Erde vorankommen. Danke, dass du hier bist und ich werde jetzt gleich beginnen. Sei gegrüßt, geliebter Mensch, geliebte Menschenfamilie. Sei gegrüßt mit der Liebe von Smarana, denn diese Energie wird uns jetzt während der nächsten Minuten tragen. Und so bitte ich dich, das Licht von Smarana einzuatmen. Ich bitte dich, dich mit diesem Licht auszudehnen und zu spüren, wie du wie von ganz allein immer ruhiger wirst und lichtvoller wirst, denn die Energien wirken intensiv. Sie heben dich an auf eine höhere Ebene, sie dehnen dich aus und tragen deine Seele. Und so spürst du vielleicht, wie alles leichter geworden ist und du nun
in der Dimension des Lichtes angekommen bist. Ich werde nun für uns die Engel des Schutzes rufen. Die Engel des Schutzes, sie werden uns begleiten und dich unterstützen. Einströmt das Licht des Schutzes. Einströmt das Licht der Sicherheit und der Liebe. Sei gegrüßt, lieber Mensch. Die Engel des Schutzes sprechen heute zu dir. Und wir wissen, wie wichtig es ist, immer in der positiven, lichtvollen Energie zu bleiben. Denn diese Energie gibt dir Kraft und Stärke. Und so werden wir beginnen, indem wir dein Energiefeld reinigen. Denn je besser du vorbereitet bist, umso schöner wird der Schutz, umso stärker und lichtvoller wird dein Schutz sein. So beginnen wir mit einer intensiven Reinigung, welche deinen kompletten Körper, dein mentales Feld, dein emotionales Feld reinigt, negative Energien transformiert und dich in deiner Lichtqualität stärkt und anhebt. Dies geschieht mit unseren Worten, denn die Frequenz der Worte, die wir an dich richten, tragen lichtvolle, stärkende Energie direkt aus den Feldern der Liebe des Alleinen. Und so spürst du vielleicht, wie sich dein Körper neu ausrichtet, wie sich das Licht um dir und in dir verstärkt. Lass es ruhig zu, denn es geschieht voller Liebe und Achtsamkeit für dich. Und so bist du nun bald vollkommen gereinigt und dein Energiefeld ist geklärt und ausgeglichen. Wir singen nun die Töne des Lichtes. Wir singen in der Lichtsprache. Und durch diese Lichtsprache, durch diese besonderen Töne, legt sich Smarana um deine Schultern. Spüre, wie der Schutz von Smarana sich um dich legt, wie er dich hält und sicher macht. Denn mit diesem Schutzmantel wirst du in der positiven Energie bleiben. Mit diesem Schutzmantel kannst du sicher sein, dass das Lichtvolle, das echte Lichtvolle zu dir spricht. Dass die reinste Energie der Heilung durch dich fließt. Dieser Schutzmantel ist wie ein Filter, der nur das Positive, Lichtvolle durchlässt.
und so spüre diese Energie und lass dich darin fallen. Erlaube dir, dich so tief wie möglich fallen zu lassen und spüre Gottes Nähe. Spüre, wie du verbunden bist mit dem All-Einen und wie die Liebe, die unendliche, vollkommene Liebe, sich mit dir verbindet, wie sie durch dich fließt und dich erstrahlen lässt. Wie dein ganzes Wesen, dein ganzes Sein, jetzt deine ganze Energie lichtvoll strahlt und du genauso strahlst und du jetzt genauso strahlst wie wir, die Engel, die zu dir sprechen, denn du trägst das Licht des All-Einen in dir. Dieses Licht schützt dich und wird dir den Weg zeigen. Es wird dir auch den Weg zeigen durch diese schwierige Zeit gut hindurchzukommen. So spüre noch einmal hinein, wie sich diese Energie anfühlt, denn nun werden wir den Mantel des Schutzes für dich in deiner Energie verankern. Wir werden ihn so fest verankern, dass in Zukunft ein Gedanke ausreicht und sich dieser Mantel um dich breitet und schützt. Und du auch die tiefe Liebe Gottes fühlst. Denn wisse, du bist ein Teil vom Großen und Ganzen. Und wir sind alle miteinander verbunden im Lichte dieser Liebe. So spüre noch ein wenig, wie dich diese Energie trägt, wie sie dich schützt und hält. Wir sind bei dir und wir singen weiterhin die Töne des Lichtes, die Töne des Schutzes und wisse, du bist unendlich geliebt. Wir sind voller Freude, immer bei dir. Und du kannst uns jederzeit rufen, dann werden wir diesen Mantel des Schutzes verstärken. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, in das Hier und Jetzt zurück. Spüre Hände und Füße und sei wieder ganz da. Atme einmal tief ein und aus und sei wieder in deiner Dimension. Also ich kann den Mantel des Schutzes tatsächlich spüren und ich trage ihn ja eigentlich immer. Er ist schon so intensiv mit mir verschmolzen, dass ich ihn so als leicht, ganz leicht und lichtvoll fühle. Ich bin gespannt, wie ihr es fühlt. Schreibt mir es bitte gerne unter das Video in die Bemerkungen. Ich lese alle Bemerkungen durch und freue mich dann auch, wenn es euch damit gut geht, ihr Lieben. Ja, und wenn dir die Botschaft gut getan hat, du immer weiterhin die wichtigsten Botschaften erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Klicke einfach hier auf die Kugel und schon bist du dabei. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.